Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Landkreis Rostock. So, wir starten wieder. Der letzte Folge habe ich immer Ende der Folge ein Gicht geholt. Mal gucken, ob das jetzt bessere Traktion auf dem Feld gibt. Kann es nur hoffen, da vorne nicht mal ganz in der Luft schwebt und durchdreht oder so. So, let's go. Nehmen wir mal das Zeug vom Feld hier zaubern. So, die Helfer arbeiten. Und hier ist böse. Sind meine Rüben schon reif oder sind die noch nie reif? Und geguckt. Da habe ich die EK-Fahrzeug frei, geschweige denn irgendwas anderes. Ich sehe, dass ich hier die Popes an der Wand kriege. Wenn ich hier die Ballen runterkriege. Und da kann Tommy was wollen. Entschuldigung. Ich muss sowieso nicht hier runterfahren, weil ich hatte gerade ein nervenaufreibendes Telefonat. Das ist ja eine andere Sache. Mich gerade ein bisschen, simpel gesagt, auf Akku gebürstet. Aber ich würde sagen, das wäre jeder an meiner Stelle. Eine Grundaggressivität bei dem Problem gesegnet. Weil ich mir in der Situation mittlerweile mehr als verarscht vorkomme. Mal gucken, ob jetzt endlich was passiert in der Sache oder ob die immer noch. Die können sich ja vielleicht die Schulter nehmen. Aber ich muss sagen, zum Lachen finde ich es mittlerweile nicht mehr. Uah. Gucken, ob schon irgendwo ein Zweier könnte oder so. Ich werde mal hier versuchen und gucken, was wir wegzaubern können. Oh, ist nicht ausgewählt, da können wir B drücken, wie wir wollen, da passiert nichts. Ja, es macht sich bitte bemerkt, vorne mehr Licht auf der Achse von uns zu haben. Little bit bemerkbar macht sich so. Und ich habe noch keinen starken Steigen mit drin. Dann muss man sehen, wenn es soweit ist. Die Problemfälle kommen ja jetzt erst, wenn es so extrem nach oben geht. Jetzt mal kurz da runter. Ja. Das ist, also hat man hier schon alles aufgesammelt. Und hier ist momentan nichts haben, oder? Hier da oben geht's weiter. Ein bisschen mehr hat es gebracht, aber nicht viel.
Dann kommen noch alle Racks zu. Na, er geht immer runter bis auf 502 kmh gewinnen. Das ist das Gewicht. Ballen davor. Ich musste mal ganz kurz gucken, ob ich den Ballen aufgelesen habe. Hippie. Kann ich nur noch um Stunden handeln, bis ich hier oben bin. Und ich gebe auch mein Bestes, um schnell wie möglichst die Steigung zu schaffen. Das ist halt die Gefahr jetzt, wenn ich jetzt hier so nah dran bin. Ja, die waren doch rumänzelt von innen nach außen. Aus Gewicht hat doch schon Nutzen, würde ich sagen. Das bringt mir mehr Leben. So, ich habe das um die 20%, so halt zu 25% dann noch höher. Ein Problem, dass das vorwärts geht. Richtig happy, dass da was vorwärts geht. Oh, erste Lage haben wir voll. Hier war ich letztes Mal stehen geblieben. Es aussieht, bin mir nicht ganz sicher. Wir geben weiter Gas. Das Gewicht haben wir doch ein bisschen mehr. Doch kann ich nur sagen, ein bisschen mehr an Geschwindigkeit gewonnen. Ist zumindest mein subjektiver Eindruck, ob es so ist, weiß ich nicht. Ich fühle es zumindest, dass wir da irgendwo wieder 11 km/h ausgekitzelt haben. Und bin ich teilweise mit und unter Zähne gefahren. Und jetzt habe ich wenigstens 10, 11. Wo ist hier welche? Wo ist hier was? 8, 9 hatte. Wir waren hier an dem Steigungspunkt. Ich habe hier meine Presse eingeholt, würde ich sagen. Oh, es gibt genug.
bald mal oben sein, den Hügel. Interessieren würde, wie viel Prozent ich schon von der Mission überhaupt abgeschlossen habe. Ich will auch nicht gucken. Das ist immer so, wenn ich eine Mission mache, ich gucke nie. Ich ziehe es durch bis zum bitteren Ende. Und versuche es, ohne zu gucken, hinzubekommen. Die winken wie immer, aber versuch's. Aber manchmal ist die Neugier doch stärker wie. Alles andere. Ab und zu da lässt er solche Häufchen. Je schneller wahrscheinlich mit Füllen ist, wie er das Zeug mittelt. Dann merkt sich aber gerade wieder. Ich will da jetzt hier mal runtergehen raus. Macht er die dritte Reihe, das Netz kaputt. Und dann der dritten Reihe sogar schon an. Aber letztes Mal haben wir nicht gemacht. Aber irgendwann abgeschalten. Aber umso höher, umso besser. Es ist immer schwieriger mit Fahren, weil der Schwerpunkt höher, umso höher rutscht. Und wie sieht das Leben im Problem? Ja, mal kurz hier, komme ich ins Menü rein. CP-Menü ist das hier. Eins runter. So. Ich hab mal die Kamera weggenommen. Dann muss ich gleich wieder stehen bleiben, hab schon einen Eindruck, oder? Ich komme aber gerade nie höher. Ich habe 50% jetzt hier. Schlupf. Und versuche es gerade wegzubekommen. Bremst mich noch aus, ich komme schon kaum hier einen Berg hoch. Meine Fresse. Also hier ist echt mit Reha. Hart zu kauen, kann man sagen, was man will. Bei Rea sind wir jetzt an dem Punkt, wo er ganz schön zu kauen hat. Na gut, ich habe 200
6000 Liter. Tour 10. M8 Sport 3. Wenn ich den komplett voll kriege, bin ich bei 252. Wenn ich mich jetzt nicht rechnerisch vertan habe, ich will aber jetzt nicht zu viel erzählen dazu. Und ich will es nicht genau. Bei 220 habe ich jetzt schon. Kurz vorm Stehen bleiben. Das liegt am Gewicht, denke ich mir. Das liegt echt am Gewicht. Wir brauchen mehr PS. Da haben wir 6, wenn du mich verzählt hast gerade. Wenn ich es nicht sehe. 3. Weil da nochmal 10, 5. Und noch 252. So ist das aber abgeschaltet. Wir sterben gerade einen Heldentod. Also bald Bandlaufwerk. Ist mehr PS dort nichts drin. Ist meine persönliche Meinung dazu. Will ich nicht mehr PS was bringen, was er eigentlich nicht sagen. Aber langsam fester im Untergrund. Doch, was alles macht sich langsamer sicher bemerkbar. Ob befestigten Untergrund haben wir es nicht mehr zum Feld gehört. Aber ich muss jetzt auch sacht um die Kurven fahren, weil der Schwerpunkt ist unwahrscheinlich hoch jetzt durch die drei Lagen. Und ich sehe gerade mal wieder kalten Kaffee. Nun, let's go, Attacke! So,
Das war das Folgenende für mich akustisch. Ihr hört es ja nicht mehr, weil ich ja meine Bounce umgestellt habe vor einer ganzen Weile. Oh, das schiebt ganz schön. Ich komme aber jetzt erstmal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jasel.